Die Rückkehr von Claudio Pizarro in die Bundesliga steht wohl unmittelbar bevor. Der kriselnde 1. FC Köln soll nach übereinstimmenden Medienberichten über eine Verpflichtung entschieden haben. Demnach könnte Pizarro bereits am Sonntag gegen Leipzig für den Tabellenletzten auflaufen. FC-Trainer Peter Stöger und Manager Jörg Schmadtke wollten die Personalie nach dem Europa-League-Spiel gegen Belgrad nicht kommentieren. Die Spieler äußerten sich dagegen sehr positiv über den früheren Stürmer von Werder Bremen und Bayern München. Wer Claudio Pizarro seine Karriere verfolgt hat, der weiß, was es für ein hervorragender Stürmer ist. Natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen, aber dennoch hat er Erfahrung, könnte jeder Mannschaft weiterhelfen, nicht nur uns. Natürlich haben wir aktuell erst 2 Tore geschossen in 8 Spielen. So ist es einfach auch schwierig, Punkte zu holen, Spiele zu gewinnen. Einen kann man sich immer fangen, wie heute auch. Aber da muss man halt immer vorne auch 2, 3 schießen und das tun wir aktuell nicht. Von daher, ja, wenn wir das sicherlich begrüßen, wenn wir da noch Verstärkung bekommen, ein bisschen Unterstützung auch für die jungen Spieler da bekommen. Also wenn das zustande kommen sollte, dann ja, würden wir nicht Nein sagen, sondern würden das sehr gerne begrüßen.